Das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Ja, ich habe gerade das Spiel gespeichert. Hallo, na? Du bist also der Trainer, von dem entspricht. Die Trainerin. Die Trainerin, bitte. Ich bin immer noch kein Mann. Das sei Pokémon, ja super. Und Ratütox, na hallo. Na, wie geht's dir? Guck mal, das ist ein Solarmark. Guck mal, dieses Solarmark kann Siedewasser. Und dies setzt es auch ein. Guck. Bäm. Oh, du brennst. Das tut mir aber leid. Du hortest ein. Natürlich. Wie wär's mit du brennst? Guck mal, das ist ein Biss. Oh, du bist tot. Das tut mir aber leid. Guck mal, da ist noch eins. Super. Ich hasse Ratütatoxus. Unratütatoxus. Ich sag's schon wieder. Tütatoxe. Man sollte sie umbenennen für mich. Nur für mich. Dann kann ich mir merken. Du hortest. Eins. Ja, geil. Guck mal, und ich beiß dich. Zwei. Yay. Lass mich ran, du hast noch eins. Oh, was eine Überraschung. Ich guck mal, wie viel Biss macht, wenn ich nur Biss benutze. Vielleicht reichen ja zwei Biss aus. Nee, leider nicht. Oh, der Rückschuss hat aber wenig Schaden verursacht. Dann stirb halt an dem Siedewasser. Ich habe vergessen, die Uhr zu starten. Das ist irgendwie dumm. Dann wird das halt eine etwas kürzere Folge jetzt wahrscheinlich für euch. Wieso kannst du nicht einfach so sein wie jeder der heldenlaufende Trainer? Weil ich nicht wie du aussehe? Dein nächster Gegner werde ich sein, statt Mitglied von T-Plasma. Ja, super! Na, wie geht's dir? Guck mal da. Guck mal da. Oh yeah. Da benutzen wir doch lieber Siedewasser. Habusch. Oh, guck mal, das brennt. Aua, das tut weh. Oh, guck mal, es brennt. Guck mal, ich beiße. Om nom nom. Lecker. Monster. Gucken wir an, was das ist. Nein. Ja. Sehr gut. Trotzdem kratzt du, oder Marc? Ganovil. Ja, super. Finde ich gut. Na, du kleines Ali, du. Ach ja. Tschüss. So, Solarmark erhält Erfahrungspunkte. Ein Stolzmitglied von T-Plasma, wie soll ich verloren haben? Ich werde reich. Okay. Du dahin. Und da ist ein Alter. Und da ist ein Rotomorph. Und ich habe einen Donnerstein gefunden. Oh yeah. Brauche ich den? Für irgendwas? Für WhatsApp vielleicht? Für das da? Für das kleine, süße, niedliche Ding da? Es ist ein Junge. Das ist ganz klein. Komm, jetzt fliehen wir. So, und jetzt kämpfen wir gegen dich. Was wir von Team Plasma erreichen wollen, geht dich im Grunde gar nichts an. Nicht. Und wenn das so ist... Ja. Ein Kleopatra. Niedlich. Eine Miezkatze. Ja. Nee, Solarmark ist gerade das stärkste in meinem Team vom Level her, oder? Das finde ich schon witzig. Wo ich den Affen doch eigentlich so wenig leiden kann. Ach ja. Muss aber auch mal ein bisschen gelevelt werden. Und hier geht das halt irgendwie so gut. So, dann beißen wir dich mal. Kleopatra wurde besiegt.
Hey, was war denn das? Du bist einfach zu stark. Was ist da unten? Nichts. Ein Kampf. Cool. Wenn es darum geht, meine Pokémon zu trainieren, schaue ich auch nicht vor Orten wie Elektrolithöhle zurück, obwohl hier alles unter Strom steht. So wie deine Haare, wenn du an dieses Ding gerätst? Eine Herausforderung von Astrainer Ava. Rotomorph wird von Astrainer Ava in den Kampf geschickt. Hallo, na? Wow. Okay. Das ist schon ein bisschen... Ja. Warst du nochmal anfällig dafür? Ja, Gott sei Dank. Und es war sogar noch ein Volltreffer. Aha, langsam mache ich mir Sorgen. Oh nein, kein Zebritz, bitte. Hallo. Wie geht's dir denn heute? Aua, es wird mich töten. Ja, das ist nicht gut. Okay, guck mal, ich habe ein Matrifol, das ist ganz liebe. Dem darfst du nicht wehtun. Ich schwör's dir, dem darfst du nicht wehtun. Guck mal hier. Hau, hau. Bitte, 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 hast du doch weh. Wow, 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 wow. Ah. Fick dich! Fick dich noch mehr! Fick dich am meisten! Scheiße. Langsam wird's eng, ne? Okay, guck mal hier. Boah, bist du groß. Was geht denn jetzt? Da. Friss. Darf ich bitte mal anfangen? Oh. Ja, gut. Friss Laubklingen. Yay. Ja, super. Ja, geil. Yay. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich mein's ernst. Oh, lauf doch nicht so dumm im Kreis. Ups. Verdammt, ich bin zu weit gegangen. Wenn mich jemand herausfordert, dann bin ich bereit. Selbst an einem stark elektrisch geladenen Ort wie hier. Ich bin schließlich ein Ass-Trainer. Ja, super. Nicht gut. Ass-Trainer Angelique. Von den... Was ist das? Will ich das überhaupt wissen? Aha. Sehr schön. Und nun? Psychoshop. Das hört sich böse an. Ja. Wie wär's? Fick dich? Wie wär's? Fick dich? Aha. Was? Nein. Oh, ist das voll uncool. Gerade. Nein! Hallo, du bist mein letztes Pokémon. Also, was wirklich stark ist und wo es kann. Ach, bitte. Ey, du bist so dumm. So dumm bist du. Will ich sterben? Oh, dann wäre ich wieder in der Stadt. Ist auch nicht so schlimm. Also, so gesehen. Aber trotzdem. Super. Oh ja, super. Ein Pikulente. Wesens ist das ein Wasser-Pokémon, aber auch ein Flug-Pokémon. Was wahrscheinlich Laubklinge vom Effektiv wieder auf. Wenn es hebt sich wieder auf. Punkt. Toll. Du bist tot. Sehr gut. Was ist das? Oh nein, ist das ein Pflanzen-Pokémon, oder? Ja, super. Guck mal hier, ich kann slammen. Bäh. Was ist das? Oh. Ich hab irgendwie Angst. Ich mein. Oh nö. Nein. 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 Tu mir das nicht an. Oh Gott, nein, du bist doch nicht an. Ich halte es nicht aus.
Oh, fick dich, guck mal hier, das ist eine Pflanzenattacke. Macht die wenigstens mehr Schaden als Slam? Sowas von. Super, ich muss dir Body Slam beibringen. Na, hoppla, das war elektrifizierend, ja super. Lässt du mich jetzt da vorbei? Yay, ein Hypertrank. Ein Pokémon. Hallo, WhatsApp. Nein, ich habe gerade keine Zeit, um mit dir zu spielen. Guck dir mein Sephiroth Royal an, dann weißt du wieso. Flucht. Du bist entkommen. So. Da ist ein Stein. Da ist ein Pokémon. Ein WhatsApp. Hallo. Okay. Flucht. Du bist entkommen. Sehr gut. Nicht gut. Oh, ein Tapladin. Irgendwie bist du ja auch niedlich, aber ich habe keine Zeit, falls dich das interessieren sollte. Du wirst entkommen. Super, ein Sonderbobo. Super, das braucht kein Schwein. Kurva, würdet ihr das bitte mal lassen? Castadur, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Aber ich nehme einfach mal an, nicht viel. Wie wär's, wenn du mich jetzt die letzten 2-3 Minuten in Ruhe lässt, damit ich den Weg zurückrennen kann? Oder geht's hier noch weiter? Oh! Klick! Lass mich in Ruhe! Ich raste sonst aus, besonders bei dir. Du klickst überhaupt nicht, ne? Ich glaube, das hört man. Pokémon, super. Hallo. Das war jetzt nicht gerade meine Absicht, nicht reinzukommen, aber gut. Du bist entkommen. Da ist noch ein Item. Sehr schön. Blendpuder? Ah ja. Sehr schön. Nee, nicht so schön. Okay. Leute. Ich gebe mir noch knapp eine Minute, bis die Folge zu... Ganz ruhig. Das ist kein Sedimantur. Das ist nur eine Einbildung. Der ist eigentlich gar kein Pokémon, das dich angreifen will. Du bist auf dem Weg zurück. WhatsApp, ich bitte dich. Du machst mich noch richtig aggressiv und irgendwann mag ich dich nicht mehr. Batsch dich gegen die Wand und mach Phileos. Wirklich. So. Gegen die hatte ich gekämpft. Kurva, Matsch, verdammt nochmal. Ich hoffe, keiner versteht, was ich da gerade fluche. Ich hoffe es inständig. Das ist nicht gut. Alter, ich bin einen Schritt gelaufen. Das tut weh, so laut zu reden. Verdammt. Ich bin einen Schritt gelaufen und du meinst, du musst hier auftauchen, du behindertes Castadur. Ich, wenn ich dich erwische, ne, dann mache ich so Kaktus aus dir. Du siehst mich aus wie ein Arsch. Bloß nicht aufregen. So, Leute, das wird wieder eine sehr spannende Folge, in der wir sehr vielen behinderten, kackverfickten Dubnet-Pokémon begegnet sind, die in dieser beschützenden, kackverdammten Höhle leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.